Die Ausgangslage war für den Krefelder e.V. im zweiten Spiel nicht die beste, nachdem man am Freitag bei den Westfalen-Elchen mit 0:2 unterlegen war. Steve Timm im Tor der Dortmunder hielt den Sieg mit tollen Paraden fest. Christian Sikorski, Trainer des RC Dortmund, setzte im zweiten Spiel auf Kai Christian, dessen Leistung Timm nichts nachstand. Die Krefelder mit dem besseren Start mustergültig bediente andere Österreich-Verteidiger Thomas Dreischer, der genau richtig stand und Kai Christian im Tor der Westfalen-Elche keine Chance ließ und in der dritten Minute den KIV mit 1:0 in Führung brachte. Die Antwort sollte nicht lange warten, in der sechsten Minute Bulli vor dem Kasten der Schwarz-Gelben, Bulli gewinnt Dortmund und Niklas Thornwald mit dem Ausgleich für die Gäste. Die personell schwach besetzten Dortmunder, die nur mit 10 Feldspielern antraten, setzten Krefeld immer wieder unter Druck. Niklas Thornwald kann den Krefelder Angriff abfangen. Pass auf Marc Haaf, der Torhüter Christian Wendler nicht gut aussehen lässt und die Gäste mit 2:1 in Führung bringt. Die Fans der Westfalen-Elche bis zu dem Zeitpunkt ganz zufrieden. In der 16. Minute der Ausgleich für Krefeld. Philipp Händle zögert lange mit seinem Schuss, der vom Kai Christian abprallte und André Österreich bedankte sich mit dem Nachschuss. Das 2:2 war auch der Pausenstand. Mittlerweile trafen auch die gut gelaunten Pinguine-Fans in der Rheinlandhalle ein, nachdem man mit 6:5 gegen die Hannover Scorpions gewann und die Hauptrunde als dritter Abschluss. Krefeld im Playoff-Fieber. Eine etwas umstrittene Szene sorgte für die erneute Führung der Gäste. Die Unparteiischen entschieden auf Tor, obwohl die Krefeler reklamierten. In der Zeitlupe ist auch nicht wirklich ersichtlich, ob der Puck nur das Gestänge traf oder ob der Treffer regulär war. Die erneute Antwort von Krefeld. Mike Schmitz fährt unaufhaltsam in die gegnerische Angriffszone. Philipp Händle zieht ab und André Österreich kann wieder den Rebound verwandeln. Die Entscheidung fiel aber auch in Spiel 2 zugunsten der Gäste, als in der 51. Minute durch Dominik Scharfnord das 4:3 fiel. Krefeld nahm zwar in der 60. Minute noch einmal eine Auszeit, als Malte Bergstermann für Beinstellen 2 Minuten in die Box musste. Wendler blieb draußen, aber auch bei 6:4 fiel der Ausgleich nicht mehr. Bereits am Dienstag im dritten Spiel können die Westfalen-Elche um 19.30 Uhr an der Strobelallee in Spiel 3 die DEB-Pokalteilnahme perfekt machen. Ja, es war ein sehr interessantes Spiel. Vor allem, wir haben mit 10 Leuten angefangen, mit 9 Leuten beendet. Deswegen muss ich sagen, komplett an meine Mannschaft, die Morale haben wir diesen gezeigt. Es war ein sehr gutes Spiel von uns. 2:0 Führung haben wir. Jetzt kommt der dritte entscheidende Spiel wahrscheinlich zu Hause. Ja, war ein ganz, ganz enges, hart umkämpftes Spiel. Und gut, mit einem klaren Pfostentreffer, den der Schiedsrichter dann zum 3:2 für Dortmund gewertet hat. Und das war dann der Knockout für mein Team. Da konnten wir nicht mehr zurückkommen. Aber wir werden uns jetzt für Dienstag nochmal alle Kräfte bündeln und versuchen, die Serie nochmal zu drehen.